Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du gibst mir Rückenwind. Ja, ich hoffe und das wünsche ich mir für euch, dass ihr das in der vergangenen Woche erleben durftet. Habt dürfen Gottes Kraft und Trost, wie auch seine Ermutigung in eurem Leben dürfen erleben. Ob von ihm persönlich oder auch wie Gott euch Menschen in eure Situation hineingestellt hat. Ermutigung, das ist auch unser Einstiegsthema zu dieser Sommerserie zum 2. Timotheusbrief. Wir werden heute Morgen mit dem Thema Ermutigung einsteigen. Ermutigen lassen, mutmachend unterwegs sein durch Gottes Wort mit Liedern oder auch durch das Feiern vom Abendmahl heute Morgen. Und auch das Mut machen lassen von der Delegation aus Umag. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute Morgen da seid, die weite Reise aus Kroatien auf euch genommen habt und dass ihr heute Morgen da seid und dass wir uns gegenseitig dürfen Mut machen. Und auch natürlich euch ganz herzlich willkommen. Schön, dass du heute Morgen da bist, dass wir miteinander dürfen feiern, heute Morgen dürfen den Gottesdienst auch dürfen erleben. Ja, wir merken schon nur rein an dem, vielleicht von Umag ist hier, wir haben verschiedene Sachen heute Morgen, ein vielseitiges und reichhaltiges Gemeindeleben-Programm. Und Gemeindeleben, das ist etwas, wenn wir auch schauen, die Ausblick in die nächste Woche ist etwas, wo auch reichhaltig kann sein oder auch wo vielseitig kann sein, wo auch Freude und Trauer auch nahe beieinander sind. Wenn man sieht, zum Beispiel die Freude, gestern, Happy Birthday, der Marianne Huber, wo ist sie hier heute Morgen um 9 Uhr? Vielleicht wird sie um 11 Uhr hier sein. Und sie ist sie wahrscheinlich immer noch am Feiern, weil sie hat gestern Geburtstag gehabt. Sie ist 70 Jahre geworden und wir möchten natürlich an dieser Stelle der Marianne alles Gute wünschen, ihr gratulieren von Herzen und dass auch Gott ihrem neuen Lebensjahr alles Gute und auch viel Kraft in ihr Leben gibt. Bevor sie klatscht, wollen wir noch eins weitergehen, weil morgen darf nämlich Elisabeth Waldburger 75 Jahre alt werden und vielleicht ist Elisabeth, ist sie, nein, nicht da, dann wird sie erst hoffentlich um 11 Uhr da sein, dass wir ihr persönlich können gratulieren. Sonst wird sie wahrscheinlich schon vorfeiern, jubilieren und dass wir sicher auch für Marianne wie auch für die Elisabeth etwas Tolles, wenn wir als Gemeinde an sie denken und für sie auch einstehen. Ja, wie gesagt, Freude und Trauer ist manchmal nahe bei einem Land, im Gemeindeleben. Und wie wir euch letzten Sonntag haben informiert, dass der Hermann Bähler ja, im Glauben und auch im Frieden hat dürfen auch sterben an Jesus Christus, dass er vorletzte Woche dass er verstorben ist. Und morgen Montag, so ein Leitzirkular, das ihr hier abgebildet seht, morgen Montag ist die Abdankung, ist Beerdigung. Sie fährt um 13:45 an auf dem Friedhof in Weinfelden. Und im Anschluss an den Abschied auf dem Grab gibt es in der Abdankungskapelle einen Gottesdienst. Ich möchte alle herzlich einladen, um Abschied zu nehmen vom Hermann und auch gerade in dieser Zeit an die Elsie und an die Familie denken. Ja, ich werde einsteigen mit dem Gebet. Wir bleiben dazu sitzen. Danke, Herr, dass du der Herr bist von Leben und Tod, dass du der Schöpfer bist, dass du der Retter bist, dass du unser Heiland bist. Und wir möchten dir Merci sagen, auch gerade für die Genannten, Marianne und Elisabeth. Merci, dass du ihnen ein neues, geniales Lebensjahr willst schenken. Und merci vielmals, dass du, Herr, ihr Leben erfüllen tust und dass du sie tragen tust. Und wir möchten auch gerade an Hermann danken. Wir möchten dir Merci sagen für sein Leben. Wir möchten dir Merci sagen auch, für deinen Trost und deine Kraft, die du auch gerade der Elsie und auch den Menschen gibst, die im Hermann nachgestanden sind. Merci für deinen Trost in die Trauer. Und ich möchte dir Merci sagen auch, dass du heute Morgen da bist. Wir möchten dir bedanken auch für die Bewahrung, die du auch den Leuten aus der Umag gegeben hast, dass sie hier sind, dass wir heute Morgen uns gegenseitig Mut machen. Du bist ein mutmachender Gott, der uns Kraft und Trost gibt ins Leben. Merci vielmals für das, dass das eine Wahrheit ist und dass wir das heute Morgen dürfen in unserem Leben erfahren. Amen. Ja, es ist gut zu wissen, ob in den Höhen und Tiefen, dass unser Herr unsere Stärke ist. Und dass wir das dürfen miteinander auch am kommenden Donnerstag, dass wir dürfen Gott erleben, in Loben und Preisen, im Gebet, dass wir dürfen vor ihn kommen und dass wir dürfen Anliegen ihm dürfen bringen. So möchte ich ganz herzlich einladen, am kommenden Donnerstag, am 5. Juli, um 8 Uhr am Abend, zu dem Gemeindegebetsabend, sodass wir miteinander vor der Sommerferien dürfen noch den Herzschlag von Gott dürfen
spüren. Ja, wenn wir von Herzschlag und Puls reden, dann ist es so, dass wir jetzt möchten kurz ein Fenster oder in den nächsten Minuten ein Fenster auftun, um euch mitzunehmen, wie es aussieht mit dieser Relaunch-Finanzierung. Wir werden nachher vom Hanno, von der Vreni und von mir werden wir einen Einblick hören, wie es uns an diesem Fastentag gegangen ist, von der Baukommission und von der Gemeindeleitung. Aber zuerst möchte ich euch kurz informieren, wie es aussieht mit dem Sammelstand. Der ist eigentlich ganz kurz und knackig zusammengefasst. Es hat sich jetzt seit dem letzten Information, seit dem Mai, hat sich nicht viel bewegt. Und es scheint so, dass sich alles so nach der Sommerferien auf ein spannendes Finale einläuten. Und ich möchte euch wirklich an dieser Stelle bitten, dass jeder von uns sich beim Freddy Schmid melden, in welcher Form, dass wir möchten auch das Projekt können und wollen unterstützen. Danke vielmals für die Rückmeldung, sodass wir dann Ende September ein entsprechendes Bild haben dürfen. Ja, wir möchten anfangen mit einem Einblick in den Fastentag und da wird uns der Hanno zuerst am Anfang mit reinnehmen. Ja, also ich habe mich sehr auf den Fastentag und Gebetstag gefreut und nicht unbedingt darum, weil ich wahnsinnig gerne würde fasten. Aber ich war einfach überzeugt, dass wenn Gemeindeleitung und Baukommission einen Tag lang betet, Gott anbetet, ihn lobt, auf ihn hört und eben fastet, dann wird Gott sich zeigen. Er wird reden, das war meine Überzeugung, auch immer noch heute. Und darum habe ich mich so auf den Tag gefreut. Und ich möchte euch einfach kurz etwas davon erzählen, was ich dort erlebt habe. Und zwar in dieser Zeit, wo jeder für sich selber hatte, bin ich ein bisschen spazieren und bin dann im Wald gewesen und dann auf einem kurzen Weg vom Witterparcours an eine Stelle gekommen, wo es recht viele Wurzeln hatte am Boden. Und über diese Wurzeln rein, so einen schmalen Balken, wo man drüber laufen kann. Und ich hatte dann den Eindruck gehabt, ich sollte drüber laufen und habe es gemacht und habe es geschafft. Und dann hat mir Gott einfach im Verlauf des Tages vorzuhören aufgezeigt, was er mit dem mir sagen wollte. Und kurz zusammengefasst ist das ungefähr das. Die Wurzeln stehen für Nebensächlichkeiten, Hindernisse, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Und der Balken ist einerseits der Weg, den Gott zubereitet, aber es war viel mehr gewesen als einfach nur der Weg. Es ist wie Gottes Gegenwart selber, als wäre er dort und nimmt mich an der Hand und führt mich auf dem Weg. Und ich habe gemerkt, als ich über den Balken gelaufen bin, am besten ist es gegangen, wenn ich nicht am Boden geschaut habe, auf die Wurzeln, sondern dort hin, wo ich am Schluss landen wollte. Dann habe ich es am besten geschafft, zum Balancieren. Und es ist wie, Gott hat mir wie das für mich persönlich aufgezeigt, wenn ich auf ihn schaue und auf das Ziel, das er hat, dann verschwinden wegen dem nicht alle die Wurzeln, die sind immer noch da. Aber es gibt einfach einen Weg dadurch und es scheint manchmal problemlos, manchmal vielleicht schwieriger, wenn man nicht so gut balancieren kann, aber es gibt einen Weg dadurch und keine Wurzel hat es geschafft, um mich aufzuhalten und um ans Ziel zu kommen. Und so sehe ich das auch ein bisschen in Bezug auf den Neubau. Der Neubau ist für mich nicht ein Ziel, sondern es ist etwas auf dem Weg, wo kann dazu dienen kann, dass Gottes Reich wächst und grösser wird. Und auf das würde ich schauen, auf das, dass Gott sein Reich baut. Und wenn er das mit dem Neubau macht, dann bin ich mega froh, ich finde das so cool. Wenn nicht, dann wird er das anders machen. Aber ich wünsche mir einfach, dass wir als Gemeinde auf Gott schauen, auf das Wesentliche vor Augen haben, dass es mehr geht als einfach um das Gebäude, sondern dass die Gemeinde wächst und gross wird. Und das ist mein persönliches Anliegen und hat mir mega geholfen, einfach können auch gewisse Sachen wirklich ablegen und ihm hingehen und sagen, ich vertraue dir. Du wirst mich führen, du wirst die Gemeinde führen auf dem Balken, wo manchmal schmal ist, manchmal vielleicht nicht. Ja, und das ist mein, da wo ich daraus rausnehmen aus dem Tag. Ich möchte auch wirklich Mut machen, auch jetzt gerade auf den kommenden Gebetsabend. Es ist wirklich die Wahrheit steckt drin, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist gewaltig, wenn ich das erleben darf, auch immer wieder an diesen Gebetsabend. Und ich möchte euch Mut machen, zum Kommen und das selber auch erleben, dass da wirklich eine Kraft dahinter steckt.
Also auch ich durfte an dem Fastentag vom Februar dabei sein, wo die Gemeindeleitung und die Baukommission an dem Fastentag, wo die Gemeindeleitung und die Baukommission dabei war. Ich bin gespannt an den Tag angegangen. Was macht das mit mir? Einen ganzen Tag nichts essen, nur einfach nicht nur trinken, so Tee und Wasser. Und da habe ich gemerkt, dass plötzlich ein Pfefferminztee ist so etwas Feines und so geschmackvoll. Ich habe das so richtig genossen, so einen Pfefferminztee zu trinken. Am Vormittag haben wir dann eine Stunde stille Zeit mit Gott gehabt, wo jedes Einzelne auf Gottes Stimme hat können lassen, so wie der Hanno vorher auch gesagt hat. Und dort habe ich dann in dem stündigen Spaziergang ganz klaren Eindruck bekommen. Wenn das Geld zusammenkommt, und das ist ein Wunder, das ist so viel Geld, dann ist es Gottes Wille, dass wir vorwärts gehen und bauen. Ganz einfach. Aber dass wir das erfahren können, ist jedes von uns angesprochen. Jedes Einzelne soll Gott in der stillen Zeit fragen, was er von uns will, was wir machen sollen, was wir geben sollen. Und das, was Gott von uns will, von jedem Einzelnen, ist wichtig. Und nicht unser Wille oder unsere Meinung, was wir zu dem Bau denken. Und das, was Gott uns dann aufs Herz gelegt hat, und wir Frieden darüber bekommen, das sollen wir mit Freude ausführen. So können wir gelassen und entspannt schauen, was bis Ende September rauskommt. Und so können wir Gottes Wille erfahren. Herzlich willkommen, Hanno und Vreni. Ja, auch ich war gespannt auf diesen Fastentag, was wir zusammen erleben dürfen. Was mich aber bewegt hat, ist nicht nur die Zeit, klar, persönlich mit Gott, der Austausch, vor allem auch die Lobpreiszeit. Dort in dieser Lobpreiszeit, das ist mir so eingefahren, das ist, ich mag mich wirklich lange nicht mehr erinnern, dass Gott mich so berührt hat. Und ich habe so einen Frieden gespürt, so in dem Miteinander, in dieser Verbundenheit, die wir dort haben dürfen. In dieser stillen Zeit, ich bin jetzt spazieren gegangen, ich habe mich hingesetzt und habe Gott gebeten um einen Eindruck. Und dann ist der Gedanke von einem Fließ gekommen. Ich, okay Gott, Fließ, was soll Fließ, was soll das bedeuten? Ich habe dann in der Bibel umgeblättert und gesagt, okay, ja genau, Gideon, ah stimmt, Gideon, der hat Gott um ein Zeichen gebeten, dass er Israel soll retten soll. Oder eben nicht. Und ich habe den Gedanken weiter bewegt und ich habe Gott gebeten, was es soll bedeuten. Und mir ist es so gegangen wie bei meinen beiden Vorrednern, dass wir guten Mutes dürfen sein, einfach als Gemeinde, wie auch persönlich, dürfen die Geschichte prüfen. Und wenn wir sehen, dass das Fließ trocken bleibt oder eben nass wird, dass wir es so dürfen annehmen, wie es ist. Also sprich, wenn das Geld zusammenkommt, dann nehmen wir es so an. Wenn das Geld nicht zusammenkommt, dann möchten wir das auch so annehmen. Und da möchte ich auch, wie es vorhin gesagt hat, konkret die auch einladen und auch bitten, dass du das persönlich prüfst. Aber auch so dürfen prüfen, dass man sagt, ich nehme sie so an. Dass mir Gott das auch so sagt. Und darum bin ich auch ganz entspannt, wenn ich auf den September schaue. Dass wir dürfen, dass die Gemeinde dürfen auch da die Ruhe und Gewissheit haben, dass Gott uns auch wieder eine Antwort geben. Und ich finde es genial, dass wir als Gemeinde auch verschiedene Möglichkeiten haben, auch dürfen mitzutragen. Als Familie möchten wir das mit einem monatlichen Betrag möchten wir das machen. Und als Zugestoßener, möchte ich an dieser Stelle auch noch einen Gedanken auch hier äußern, ist es ja auch spannend zu sehen, was für eine Geschichte Gott mit dieser Gemeinde gemacht hat. Im Zusammenhang auch gerade mit dem Neubauprojekt. Und wie gesagt, auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen worden ist, es geht nicht um die Hülle, sondern es geht um den Kern.
Es geht darum, dass wir Möglichkeit haben, wie es auch vorhin schon der Hanno angetönt hat, dass wir Möglichkeit haben, dass Menschen mehr Platz haben, dass Menschen dürfen Jesus Christus kennenlernen. Und da vertraue ich darauf, an mir als Familie darauf, dass im Vorfeld Gott mit euch, mit uns hier einen Weg gegangen ist, wo man das geprüft hat und dass man zu einer Entscheidung gekommen ist, dass es so weit gekommen ist. Und das ist der Kerngedanke, dass wir als Familie möchten das mittragen. Ich werde auch noch einen Satz sagen, das, was ich im Mord erlebt habe. Im Mord war es so, als wir 2010 dort hergekommen sind, ist dort ein Anbau gestanden. Sie haben einen Anbau gebaut. Und was mir dort aufgefallen ist, ist von der Geschichte her, dass der Bau eine Dynamik in die Gemeinde hineingeht. Es hat eine Dynamik gegeben, dass Platz geschaffen worden ist. Es hat eine Dynamik gegeben für die ganze Gemeindearbeit. Und ich bin überzeugt, dass wir alle in unseren Herzen den Wunsch haben, dass wir das. Ja, wir haben dort klar unterschiedliche Vorstellungen, aber wir haben den Wunsch, dass das Reich Gottes gebaut werden darf, dass Menschen dazukommen dürfen. Dazu braucht es, dass wir als Gemeinde, wie jeder Einzelne persönlich, Gott fragen, hey, was sind deine Gedanken? Und du willst, da haben wir noch gesagt, darauf dürfen vertrauen, dass Gott uns führen wird, wenn das Fließ troch, aber nass wird. Und wir wollen jetzt zusammen ein Lied singen, das das auch ein bisschen ausdrückt. Voller Zuversicht dürfen sie, dass der Herr gut ist, dass er uns nicht im Stich lässt, dass wir uns sagen dürfen, dass der Herr treu ist und auch, was er verspricht. Wir singen das Lied zusammen. Ich sage es zu mir selber und die dürfen oder möchten oder wollen, dürfen dazu aufstehen, um dann mit dem Lied einzustimmen. Genau, Mitra, ich rede in Schriftdeutsch, genau. Unsere letzte Botschaft an die Nachwelt, was wäre dies? Wenn wir wüssten, dass wir bald sterben würden, was wäre uns wichtig, dass die Nachwelt dies wüsste? Was wäre allenfalls unsere letzte Botschaft? Von berühmten Persönlichkeiten wissen wir, dass sie am Ende ihres Lebens gewisse Dinge gesagt haben, die genau aufschlussreich geben, was sie so gedacht haben oder wie sie das Leben so gesehen haben. Der Schriftsteller Oscar Wilde zum Beispiel sagte, ich sterbe, wie ich gelebt habe, über meine Verhältnisse. Oder der berühmte Staatsmann Cesare Borgia sagte, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Und wir wissen ja, dass am Kreuz Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Und als er seine Jünger, als er in den Himmel gegangen ist und seine Jünger auf uns zurückgelassen hat, sagte er, und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit.
Was für hoffnungsvolle Worte, die wir als Christen haben dürfen, dass Jesus durch den Heiligen Geist bei uns ist und in uns ist. Und wir starten heute Morgen in eine Serie, in eine Sommerserie, wo wir uns mit dem 2. Timotheusbrief auseinandersetzen möchten. Und zwar, dieser Brief ist der letzte erhaltene Brief von Paulus. Paulus schreibt ihn im Gefängnis in Rom. Er sitzt dort aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus. Er sitzt dort in einem kalten Verlies. Paulus rechnet bald, dass er sterben wird. Und er blickt dem Tod ins Auge. Und so schreibt er diesen Brief an seinen Mitarbeiter. Aber der Mitarbeiter ist mehr. Er ist sein Freund und sein geliebter Sohn. So schreibt er ganz am Anfang, der Brief richtet sich an Timotheus, meinen geliebten Sohn. Timotheus war ja auf 2 Missionsreisen mit dabei und Timotheus blieb in Ephesus zurück, um dort weiter die Gemeinde aufzubauen. Es ist ein sehr persönlicher Brief, wenn wir diesen lesen, ein sehr fürsorglicher Brief, ein Brief, der mit starker Verbundenheit verknüpft ist, mit einer großen Wertschätzung, aber auch ein Brief, wo wir sehen, dass dort sehr viel Mutmachendes drin ist, voll Hoffnung, voll Glaube, voll Zuversicht und auch von Anweisung für seinen Dienst und seinen Auftrag, den er tat. Und heute möchten wir uns diesem ersten Kapitel widmen. Eine gute Lektüre für nächste Woche und vielleicht auch gleich das 2. Kapitel zu lesen, um für nächsten Sonntag bereit zu sein. Und was ist das, was Timotheus von Paulus mitbekommen hat? Das sind so 2 Hauptgedanken. Die erste Frage, wie hat Paulus Timotheus ermutigt und was heißt das für uns? Die zweite Frage, wofür wurde Timotheus überhaupt ermutigt und was heißt das für uns konkret? Ermutigung. Biblisch gesprochen, Ermutigung und Ermahnen haben dasselbe, also haben in vielen Orten dasselbe Wort, Parakleo. Und das klingt bei uns an, Parakletos, der Tröster, der Beistand, der Heilige Geist. Und somit bedeutet das, dass Ermahnen und Ermutigen, dass er denselben Fokus hat. Es geht darum, um aufzurichten, es geht darum, zum Stärken, es geht darum, um zu trösten, um aufzubauen, um beizustehen. Und nicht von ungefähr können wir somit sagen, dass Ermutigung, dieses Wort Mut, eine sehr große Bedeutung bekommt. Ermutigen, das heißt, es geht darum, den Mut zu vermehren, um die Aufgaben und die Herausforderungen in unserem Leben bewältigen zu können. Dies als Christen in dieser Welt. Ermutigung zielt darauf ab, den Mut in uns drin zu stärken. Und darum können wir auch sagen, wenn wir jemanden entmutigen, dann rauben wir ihm den Mut. Wir ziehen ihn runter. Wie ist das bei uns? Sind wir Ermutiger oder sind wir Entmutiger? Und ich rede da nicht bei Entmutigen von Loben, weil Loben ist ja auch an eine Bedingung geknüpft. Ermutigung ist unabhängig von dem, was geschieht. Es geht darum, den Mut zu mehren. Auch wenn nichts mehr Menschen gesehen an Loben da wäre. Aber es geht darum, den Mut zu mehren. Und somit ist Ermutigung auch breiter gefasst. Breiter gefasst, dass wir sehen, dass wir ermutigen können, auch durch Schreiben. Paulus hat ja auch geschrieben. Wir können es durch SMS, durch Mail oder sonst durch welche neue mediale Mittel können wir einander Mut machen. Wann haben wir das letzte Mal jemandem so etwas Mutvolles zugesteckt? Ich bekam gerade heute Morgen, als ich die Kiste wieder aufgemacht habe, bekam ich von einem lieben Bruder ein ganz liebes, nettes Mail. Das hat mich sehr aufgestellt. Oder auch, wir können es durch Gesten oder der Tätigkeiten, tätige Handlungen oder auch ohne Worte, durch ein Lächeln, durch einen Händedruck, vielleicht durch die Hand jemanden auf die Schulter zu tun. Das ist auch Ermutigung. Und wenn wir uns diese ersten 5 Verse ansehen, dann sehen wir, wie Paulus ihm sagt, Timotheus, hey, ich bin für dich. Wir lesen da, hey Timotheus, ich denke Tag und Nacht in meinen Gebeten an dich. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich hatte Tränen, als ich dich verlassen musste. Und was mir besonders aufgefallen ist, er war angetan von seinem Glauben. Ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust. Er bekam den Glauben
vorgelebt, vorgeschmackt gelebt von der Mutter, von seiner Mutter, von seiner Großmutter. Und das ist doch ein Plädoyer für uns alle, wo wir auch hingestellt sind, ob es Eltern, Großeltern, Götti, Gotte oder was wir auch sind, dass wir den Glauben an Jesus Christus schmackhaft machen, ermutigungsvoll sind, mutmachend sind. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du jetzt diesen Brief lesen würdest. Wenn du zu lesen bekommst, hey, ich bin für dich, was würde das mit dir machen? Natürlich, es würde uns Mut machen. Es würde uns bewegen. Es würde uns bewegen, dass wir die anstehenden Herausforderungen mutig angehen. Und darum glaube ich auch, eine Ermutigungskultur braucht es nicht nur in der Erziehung, sondern es braucht es auch in einem Miteinander. Sie ist, wie jemand einmal sagte, Ermutigungen sind wie das Öl im Getriebe der Beziehungen. Es macht geschmeidig. Wann haben wir das letzte Mal so jemand gesagt, hey, ich schätze dich als Person. Hey, ich schätze an dir das und das. Das macht dich stark. Paulus kann Timotheus nur deshalb ermutigen, weil er ihn als Bruder sieht, als seinen Mitstreiter sieht. Und schaut euch doch einmal um, rundum. Schaut doch einmal an. Brüder und Schwestern zusammen in einem Raum, da gibt es doch genug Leute, wo man eigentlich hingehen könnte, zu sagen, hey, ich ermutige dich, ich mache dir Mut. Keine Sorge, jetzt kommt nicht, sage deinem Nachsitznachbar, dass etwas Mut macht. Ich denke, ich habe den Eindruck, wahrscheinlich habt ihr jetzt darauf gewartet. Nein, ich mache es anders. Das werdet ihr noch sehen, wie. Aber was würdest du deinem Sitznachbar sagen? Das wäre doch die Frage. Ja? Aber das Mutmachende, sind wir doch mal ganz ehrlich, fällt es uns immer so leicht? Weshalb ist das so, dass es uns manchmal auch schwierig fällt? Ich habe da zwei Gründe so skizziert. Das eine ist, es hängt damit zusammen, dass wie wir jemand wahrnehmen, wie wir jemand sehen. Paulus hätte Timotheus wohl so können Mut machen, wenn er ihn als Konkurrenten gesehen hätte. Wenn er den Eindruck gehabt hätte, der Timotheus hätte etwas, was ich nicht habe. Natürlich, Timotheus saß im Knast und Timotheus war frei. Paulus saß im Knast und Timotheus war frei. Aber Missgönnen, Missgunst, Neid helfen da einem nicht beim Ermutigen. Und insgesamt, das Vergleichsdenken hilft uns insgesamt nicht, auch im Ermutigen nicht. Wenn wir den Eindruck bekommen, wir sind zu wenig. Oder das Umgekehrte, wir haben den Eindruck, wir sind zu überlegen gegenüber jemandem. Mut machen beginnt in unserer Grundhaltung, wie wir unsere Mitmenschen sehen. Und das Zweite ist, ich habe den Eindruck, wenn wir so die Temperatur in dieser Welt spüren, wir sind in einer Entmutigungskultur doch eher aufgewachsen. Das sind Umstände, das können wir sagen, das ist nicht so von dem, was wir uns leiten lassen, aber ich denke, wir lassen uns dort auch ein bisschen so anstecken. Wo wir doch eher gelernt haben, zu sagen, was nicht funktioniert und was nicht gelungen ist oder was zum Beispiel besser gemacht werden kann. Wo zuerst die Kritik oder der Fehler genannt wird, anstatt auch zuerst einmal die Stärken genannt werden, hervorzuheben. Und dann, nein, da meine ich nicht damit, dass wir einander sagen dürfen, was anders gemacht hätte werden können, sondern nein, es geht darum, einfach zumal auch mal das Stärken zu sehen. Nicht zuerst die Haare in der Suppe zu suchen. Und halt aufs Herz, was fällt uns leichter? Kritik oder Fehler anzubringen oder einfach jemandem mal natürlich Mut zu machen? Wir reden ja auch ganz normal natürlich. Ermutigung sollte von mir aus auch etwas Natürliches sein. Und so kann es bedeuten, auferbauend zu sein, mit Worten, mit Gesten, durch aufmerksames Zuhören, geduldiges Mitgehen. Aber wofür wollte Paulus überhaupt Timotheus ermutigen? Und Paulus geht es im zweiten Teil dann vom Vers 6 darum, dass er ihn in seinem Dienst bestärkt, in seinem Auftrag bestärkt, ihn noch einmal klar macht, für was er für Gaben bekommen hat oder für was er einstehen soll. Timotheus, sei mutig, als in deiner Befähigung zu leben, als Leiter, als Lehrer, als Prediger. Du hast den Heiligen Geist, du hast Gott in dir, der in dir lebt. Du hast eine Befähigung bekommen, Gottes Kraft, die Liebe und Besonnenheit. Und Timotheus, lebe den Dienst aus, trotz allen Widerständen. Sei ein Zeuge in dieser Welt,
was auch bedeuten könnte, daran zu leiden. Paulus ist überzeugt, dass der Glaube von Timotheus lebendig ist. Aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist, heißt es in einer Übersetzung. Und ich finde dieses Wort spannend, anzufachen. Paulus ist, ihm ist klar, bei Timotheus geht nicht das Feuer aus, sondern er will ihn wirklich anfeuern, befeuern, sprichwörtlich. Paulus sitzt im Gefängnis und ihm geht es darum, dass das Evangelium verbreitet wird. Warum muss er angefeuert werden? Weil Timotheus erlebt Widerstände. Er erlebt, dass er angefochten wird, dass Widerstände gegen seine Person, gegen seine Botschaft, gegen auch, dass er jung ist und auch, dass er die Lehre, die nicht jedem schmeckte. Und Paulus feuert Timotheus an. Er soll vorwärts gehen, trotz den Widerständen, trotz dem, was er erlebt, weil die Christen wurden damals eingesperrt. Die Christen, die dort in diesem Gebiet, also eine weltweite Christenverfolgung durch Nero kam ja auf. Und Timotheus soll bestärkt werden. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich weiß nicht, wie es dir oder mir oder uns geht, aber es ist doch so, dass wir doch das befeuern, das brauchen wir doch auch, dass wir uns bestärken. Und wie ist das bei uns? Mit Glaubensgeschwistern, im Team, wo wir auch unterwegs sind, oder vielleicht für Leute, wo wir wissen, die haben dort einen ganz bestimmten Zugang und Möglichkeiten. Da braucht es doch, dass wir uns gegenseitig befeuern, dass wir uns Mut machen. Und wenn wir jetzt ja schauen in diese Wochen, das ist doch so, ein Fußballteam, das sich gegenseitig doch nicht pusht, doch gegenseitig nicht ermutigt oder motiviert oder den Mut mehrt im Team innen, die werden scheitern, aber grundsätzlich werden sie scheitern. Der Teamgeist ist ja nicht da. Aber ein lebendiger Teamgeist hat ja Auswirkungen auf das Miteinander in den Höhen und Tiefen. Pushen wir uns da. Das Zweite, wofür Timotheus von Paulus ermutigt wird, ist, dass Timotheus trotz allen Widerständen, dass er seinen Dienst tun soll. Und auch Leiden, dass das Leiden bedeuten könnte. Und da sagt Paulus, schreibt ihm Paulus, bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und sei vielmehr auch dazu bereit, für das Evangelium zu leiden. Paulus geht es um die Bereitschaft dazu, ein Zeuge zu sein in dieser Welt. Und dann malt Paulus Timotheus das Evangelium vor Augen. Er sagt ihm, Gott rettet uns Menschen aus Gnade. Christus kam in diese Welt. Gott ist sichtbar geworden durch Christus und er ging ans Kreuz, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Und hat dadurch den Tod entmachtet und hat uns das ewige Leben gebracht. Das schreibt Paulus in diesem Brief. Und an dieser Stelle wird deutlich, dass Paulus Timotheus nur deshalb ermutigen kann, weil er doch selbst ermutigt ist. Er ist selbst ermutigt vom Evangelium, obwohl er im Gefängnis sitzt, obwohl er von Glaubenden verlassen und im Stich gelassen worden ist. Die Quelle, das Evangelium ist seine Quelle. Was ist unsere Ermutigungsquelle? Und Paulus kann deshalb auch Timotheus anfeuern, weil er weiß, dass Gott mit ihm ist, weil die Kraft in ihm ist. Dass Gott dir die nötige Kraft geben wird. Dass der Heilige Geist in dir wohnt und darum es dir gelingen kann. Und daran erinnert Paulus ihn, dass er mutig Zeuge in dieser Welt sein darf. Wir haben gesehen, dass Paulus Timotheus ermutigt hat, bestärkt hat in seiner Person, dass er ihm Wertschätzung entgegengebracht hat. Und wir haben gesehen und gehört, dass es Paulus darum ging, Timotheus in seinem Dienstauftrag, in seinem Dienst, dort wo er hingestellt ist, dort wo er von Gott eine Befähigung erhalten hat, dass er dort mutig drin laufen soll, weil Gott in ihm lebt. Und ich möchte euch für die kommende Woche, ich habe gesagt, da kommt noch etwas, ich möchte euch für die kommende Woche euch eine Aufgabe mitgeben. Ich möchte uns alle damit gewinnen, mit mich eingeschlossen.
Und zwar geht es darum, dass wir uns überlegen, wir werden nachher ein Instrumental hören, dass wir uns überlegen, wen könnten wir nächste Woche konkret ermutigen? Durch eine x-beliebige Art und Weise. Das kann Schreiben sein, das kann vielleicht Vorbeigehen sein, egal wie. Überlege dir in dieser Zeit, dass wer Gott dir aufs Herz legt. Und lebe diese Ermutigung konkret aus. Wir möchten Mut machen, miteinander unterwegs sein. Darum möchten wir uns gegenseitig ermutigen. Wir sind ermutigt, weil Gott uns liebt, weil Gott sein Liebstes für uns hingegeben hat. Ja, wir werden jetzt ein Instrumental hören und ich lade dich ein, konkret zu überlegen, wo kann ich nächste Woche jemandem mutmachend sein. Nach dem Instrumental werden unsere Geschwister aus Umag nach vorne kommen und zu hören, was in Umag läuft und auch mutmachend von euch zu hören bekommen. Schön. Jetzt wäre eigentlich die Rubrik Blick in die Welt dran. Und normalerweise haben wir beim Blick in die Welt einfach ein Bild und dann Informationen über die Leute, die wir unterstützen, über die Geschwister, die wir unterstützen. Und programmgemäß ist Umag heute dran, aber ich habe gedacht, das machen wir nicht nur mit einem Bild, sondern eben original, live können die Leute da sein. Aber das ist natürlich nicht nur wegen Blick in die Welt, sondern vor einem Jahr, als ich in Umag war, haben wir, Josip und ich, darüber gesprochen, wie wäre das, wenn auch die jüngeren Leute die Gemeinde kennenlernen würden, wo Madeleine und ich herkommen, oder die Leute, die aus Sulgen kommen, woher kommen die in die Gemeinde? Und das hat dann dazu geführt, im Laufe der Zeit, dass der Plan gereift ist und jetzt stehen die Geschwister hier. Einer kann leider nicht da sein von den Ältesten, das ist sehr schade. Die Arbeit ist dort über den Kopf gewachsen, allen Mitarbeitern, der muss arbeiten, hat nicht frei bekommen, aber das wird Josip dann sagen. Herzlich willkommen der Gruppe aus Umag. Josip wird jetzt übernehmen und die nächsten Minuten uns informieren, was ihm auf dem Herzen liegt. Danke, Martin. Schönen guten Morgen miteinander, grüezi miteinander, ja, kann ich auch ein bisschen Schweizerdeutsch. Aber ich werde schon Hochdeutsch reden, weil es passiert weniger Fehler. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und fange gleich mit der Vorstellung. Ich bin Josip Cukic, steht oben, das ist meine Frau Sophia und eben das sind die junge Kräfte, ich werde später etwas noch mehr sagen,
aber weil da ganz junge sind, wir wollen das schnell machen, damit sie ein bisschen runtergehen. Also, das ist Familie Sever, die zwei, Ivan und Ivana, mit dem Jakob. Jakob gehört ihnen und Martha gehört zu der anderen, aber sie ist gerne bei Tante. Und die anderen sind David und Maria Leitmann. Und eben, die sind jetzt unsere Verstärkung. Seit 2 Jahren ist David und der Velko, der Bruder, der nicht kommen konnte, sie sind in ältestem Rat. Bisher waren das nur Blasch und ich. Und wir sind sehr dankbar, dass die Verstärkung da ist. Velko konnte nicht kommen und ich möchte noch erwähnen, Andrea, sie ist auch in dem, nicht Ältester, aber in dem Leitung, Gemeindeleitungs- oder Diakonen. Sie macht auch mit Sonntagsschule Kinder. Also, wir haben eine Gruppe von 13 bis zu 0 Jahre und es ist nicht immer einfach, die Kinderschule oder Sonntagsschule zu machen und zu sagen. Ihr könntet jetzt runtergehen und ich werde nach und nach ein bisschen etwas sagen. Ich muss noch schauen. Auf die Zeit aufpassen. Aber ich sage jetzt, wenn ich etwas verpasse zu sagen, ich sage das im zweiten Teil von dem Gottesdienst, weil ich habe gehört, ihr habt das zwei und das ist wunderbar auch für die Predigt. Man kann sich immer ergänzen oder nachmachen. Eben, wie manche von euch wissen, alles begann vor 30 Jahren, als der Bruder Blasius und Maria, also Schwester Maria und Bruder Blasch, hier in diese Gemeinde zur lebendigen Glaube an Jesus Christus kamen, hier getauft wurden, also etwas vorher, und 88, also vor 30 Jahren, kehrten sie nach Kroatien, damals Jugoslawien, nach Umag in Istrien. Und vor 20 Jahren, also sind runde Zahlen nicht so bewusst gemacht, so ist das gekommen, vor 20 Jahren rufte der Herr mich und meine Frau Sophia auch nach Umag. Wir kannten Blasch und Maria gar nicht und erst dort haben wir uns begegnet und kennengelernt. Und seitdem seid ihr dann auch wesentlicher im Spiel, also diese Gemeinde hier, weil gleich an dem Jahr, glaube ich, 98 oder 99 kam Martin zum ersten Mal nach Umag, auch so unverbindlich die neuen Leute zu sehen. Zwar war die mit Familie in unserem Apartment Ferien zu machen. Auch vor diesem 88, also 98, also vor unserem Kommen nach Umag, wart ihr sehr wichtig, auch für meine und unsere Bekehrung. Wir bekehrten uns in Interlaken, das ist ziemlich weit von hier, schön 260, 470 Kilometer. Und der Herr hat uns einfach herausgeholt aus der Welt und er hat schon einen Plan gehabt. Ich bin zutiefst überzeugt, dass da auch ein Frucht von den Gebeten von den Menschen aus eurer Gemeinde ist. Und ich bin euch von Herzen dankbar für das auch als persönlich. Und jetzt darf ich mich freuen, dass auch ein großes Teil von meinen Kindern, meiner Familie auch mit dem Herrn gehen und in die Gemeinde sie dienen. Und es ist wirklich eine Gnade, die übergeht, also unser Verstand. Nun, seit 18 Jahren sind wir also Partner oder ihr seid unsere Partner geworden. Offiziell, schriftlich, wir haben einen Vertrag unterschrieben, was für uns Balkaner nicht so üblich ist und nicht so wichtig ist. Aber ihr Schweizer seid wirklich zum Begrüßen und ihr seid mir ein großes Vorbild, auch nicht nur in der Küche, ich koche viel Schweizer Art, also Martin weiß das, wenn er kommt, das sind mehr mediterranische als balkanische Speise, aber ich möchte gerne, dass wir auch mehr von eurer Mentalität und eurer Ordentlichkeit und Pünktlichkeit. Ihr habt 2 Minuten nur Differenz von den Geschriebenen, das ist zu begrüßen. Bei uns ist das 20 Minuten, es geht noch, also ja. Und diese 18 Jahre habt ihr jedes Jahr regelmäßig einen Pastoren in Umag, nach Umag geschickt, laut dem Vertrag, laut dem Abkommen. Und ihr habt einen tiefen
graben, oder besser gesagt eine Eisenschiene gelegt in unsere Lehre, in unsere Glaubensrichtung. Und wir gehen die Richtung. Lieber Bruder David Livet hat das in seinem, vor seinem Bericht, also Bericht oder Artikel geschrieben. Wir machen viel ähnlich wie ihr. Wir haben das nicht aufgenommen und das kam einfach so. Wir machen ähnlich wie ihr. Wir leben in der Gemeinde ähnlich wie ihr, weil wir den gleichen Geist haben, weil wir den gleichen Leiter haben. Einmal im Jahr zu besuchen ist nicht viel für eine Lehre zu trassieren oder zu einbauen. Aber wenn der Geist da ist, wenn der gleiche Geist ist, wir sind wirklich dankbar. Wir sind sehr dankbar, dass die Geschwister, also die Brüder kommen konnten. Mit Martin, mit dem Norbert, am Anfang kam Norbert Fieten 3-4 Mal oder 2-3 Mal, weiß ich nicht mehr. Aber Martin ist dann natürlich da am meisten gewesen und noch viele mit ihm. Von euch, ich gehe so ein bisschen mit Scheue und Scham durch die Aule da, weil jemand kommt mich an, oh, ich war auch in Umag, schön, aber ich kann mich nicht erinnern an alle Gesichter und alle Namen. Aber ich danke herzlich auch für die, die dort waren, auch für die, die dort nicht waren, auch für die, die für uns beten, herzlichen Dank an alle. Nun, was ich noch dazu sagen möchte, im Prinzip, Blasch und ich haben nicht viele gemeinsame menschliche Punkte. Er kommt aus Slowenien, wir kommen aus Bosnien. Das ist ungefähr, ich möchte niemanden verletzen, das ist ungefähr wie ein Zürcher und ein Walliser. Wenn sie sich im Militär treffen, dann sagen die Zürcher immer, ach, Walliser, also Oberwallis. Das war meine erste Begegnung mit der Schweiz. Ich habe nichts gegen Walliser, sogar mir gefällt ihre unverständliche Brochung. Aber ist auch herzlich. Nun, so ist Slowenien und Bosnien gewesen. In Slowenien sprechen nur immer Witze über Bosnien, wie sie dumm sind, wie sie so. Ja, und aber eine Eigenschaft, neben dem, dass wir beide eifrig Jesus folgen wollen und ihn lieben, ist, dass wir beide leidenschaftliche Angler sind, gewesen. Angler, ich sage bewusst nicht Fischer, weil Fischer ist etwas mehr als Angeln, heißt Haken in Wasser und warten, manchmal stundenlang, aber warten. Nun, Jesus hat uns gerufen, so wie die Jünger in Matthäus Evangelium, was wir lesen hier, Kapitel 4, Vers 19, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Blasch hörte diesen Ruf, 88, wir hörten den 98 und wir zogen nach Umag und wir wurden ein Menschenfischer. Und die Gemeinde in Umag ist eine Menschenfischergemeinde, will ich sagen. Also wir fangen nicht nur Menschen, ich fange auch die richtigen Fische. Das ist mein Beruf oder mein Lebensunterhaltsquelle. Aber hauptsächlich will ich, und ich freue mich, dass unsere nicht so viele aus der Gemeinde Interesse haben für die lebendigen Fische, also Wasserfische zu fangen. Ich freue mich dafür, weil das ist nicht unbedingt ein Beruf, was ich empfehlen würde. Da hast du viel Zeit, manchmal für nichts, manchmal siehst du stundenlang, also vor allem Frauen magen die Männer, die Angeln. Sie magen sie nicht so, wenn ich sage, du verdirbst nur die Zeit. Aber es gibt Eigenschaften, die nur die Fischer, die Angler haben. Die sind ausharrend. Sie sitzen immer, das kommt schon. Oder sie geben nicht auf. Ich weiß auch, wenn ich nichts gefangen habe, nächstes Mal mache ich andere Strategie. Und so auch in Evangelium bringen. Wenn wir so handeln, auch dass wir denken, okay, diese Evangelisation, wenig, nichts. Nächste wird es mehr sein. Nicht aufgeben, weiterkommen. Herr hat uns gesegnet. Als eure Partner wollten wir euch auch etwas zeigen, was unsere, sagen wir, die Partnerschaft oder das Zusammenarbeit, das war Zusammenarbeit, das hieß Zusammenarbeit, das zweite Zusammenarbeit bleiben, auch in Ferne. Für den Herrn sind die Kilometer nichts. Für ihn, er kommt mit seinem Geist überall. Und so haben wir euch hier ein richtiges Netz mitgebracht, ein Fischernetz, trocken und sauber und nicht so stinkend, wie die sonst sind. Und alle Fische, die wir ja in den letzten 18 Jahren, die sich im Netz gefangen sind. Da sind diese helle, diese leuchtende, das sind die, die jetzt leuchten, die jetzt in der Gemeinde sind und, oder waren. Es gab viele, die durchgekommen sind. Nicht, weil die Gemeinde ihnen nicht gefallen, sondern sie müssten aus
Gründe, finanzielle oder andere Gründe, wo andere ziehen. Und da haben wir auch die weißen Fische da, die sind ein bisschen traurig, so weiße Farbe, neutral. Die waren einmal, sie haben Jesus ja gesagt, weil wir evangelisieren auf verschiedene Art und Weise. So wie Fischereiarten gibt es viele Möglichkeiten von Angeln, Netze, Fallen und alle Mögliche. So soll man auch für die Evangelisation sein. Alles gebrauchen, um die Menschen zu Jesus zu gewinnen, für Jesus zu gewinnen, aus dem schmutzigen Weltwasser in sein sauberes Lebenswasser zu bringen. Der Reto hat jetzt gesagt, nächsten Wochen zu ermutigen. Hier sind 70 Namen ungefähr. Die kennt jeder, kann einen nehmen, jeder, der will, kann einen ausnehmen. Ist nicht einfach, aber lebendiges Fisch ist noch schwieriger aus dem Netz zu nehmen. Und mitnehmen, da steht Name, Alter, jetziger Zustand, war in Gemeinde oder ist immer noch in der Gemeinde oder hat Jesus ja gesagt und hat keine Gemeinde. Mitnehmen, beten. Wenn die Informationen nicht reichen oder wenn jemand will noch mehr Informationen über diese Person haben, kann uns schreiben, mir kann schreiben. Wir werden nachher auch noch Liste für den Freundesbrief da angeben und fragen, was weiß ich, es ist da ein Name, Antonia, 70 Jahre alt, in der Gemeinde seit 2006. Wer ist diese Person? Oder so. Wer Interesse hat, sind wir sehr, sehr dankbar und würden uns freuen, wenn ich auf einmal meine Kiste, wie hast du gesagt, eine Kiste aufmache und dann huf, kommen 50 E-Mails. Ja, das wäre schön. Und den Rest sage ich noch im zweiten Gottesdienst. Also jetzt ist langsam fertig. Ich danke doch noch einmal und ich denke, da kommt noch der Rest. Martin, danke schön. Herzlichen Dank, Josip. Es war nicht nur eine Ermutigung jetzt, was du uns gesagt hast, sondern ich war auch jedes Mal ermutigt oder wir waren ermutigt, wenn wir bei euch waren. Es ist wirklich zu empfehlen, mal bei ihnen Ferien machen. Wenn ihr Fisch essen wollt, Meerfrüchte gern habt, dann könnt ihr bei ihm euch anmelden. Wenn ihr sie nicht gern habt, dann geht zu ihm. Er kocht so, dass ihr sie nachher gern habt. Schön. Josip hat gesagt, wir haben ja bisher einen schriftlichen Vertrag gehabt. Ich habe das gar nicht gewusst, dass die Balkaner den nicht ganz so ernst genommen haben. Aber wie dem auch sei, wir haben gemerkt, in beiden Gemeinden kommt eine junge Generation, eine neue Generation nach und die Situationen ändern sich. Und so haben wir gesagt, oder unser Ältestenrat hat gesagt, wir sind nicht sicher, ob wir das immer so garantieren können, dass wir jemanden schicken können. Und diese Pflicht, die möchten wir offener machen. Natürlich werden wir in der nächsten Zeit, solange es geht, diese Kontakte aufrechterhalten. Und solange ich kann, mache ich das gerne und gehe jedes Jahr mal nach Kroatien. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich werde auch nicht jünger. Und wer danach das weiterführen kann, das ist einfach für alle Seiten offen. Und darum haben wir gesagt, lassen wir diese Pflicht. Aber wir möchten die Beziehung auf eine freundschaftliche Basis stellen, eben anhand des Freundesbriefes oder Rundbriefes, wie man auch sagt, dass man den erhalten kann von Josip und Sophia und von der Gemeinde und so im Kontakt bleiben. Und ja, wenn es der Herr möchte, dann werden wir weiterhin auch Besuche machen und bei Ihnen vorbeigehen. Draußen auf dem Tisch ist eine Liste, da kann man sich eintragen für den Freundesbrief mit E-Mail-Adresse, die werden Sie dann von UMAG aus verwalten. Und wer diesen Freundesbrief in Papierform möchte, vielleicht kein E-Mail hat oder das anders will, kann seine Adresse auch eintragen und die Leute bekommen dann den Freundesbrief in ihr Fach gelegt von der Gemeinde. Mach Gebrauch, die Liste ist draußen, schön, wenn sie zu wenig Platz hat, hinten hat es auch noch eine Seite.
schreibt euch ein und ihr werdet dann mit Nachrichten versorgt. Und jetzt wollen wir für die ganze Gruppe noch einfach um den Segen beten, nicht um sie einfach jetzt loszulassen, sondern sie auszusenden, weiter zu fischen. Köbi und Rolf werden mit der Gruppe beten. Ich bitte euch alle, die kommen können, Maria, kann sie auch kommen? Oh, es geht schon los, hä? Stehen wir doch auf als Gemeinde. Vater im Himmel, ich will dir herzlich danken sagen für die Gemeinde in Umag und für die Beziehung, die wir da haben dürfen, die letzten Jahre. Danke dir für das, was dürfen entstehen, für das, wo du Menschen hineingerufen hast in die Aufgabe, dort ein Zeichen zu setzen, dort eine Gemeinde zu sein. Und wir danken dir für jeden Einzelnen, der reingekommen ist und dazugekommen ist, ein Werkzeug sein in deiner Hand, ein Leuchtturm, ein Salz, ein Licht. Und das wünschen wir uns von Herzen, dass es wieder geschehen darf, dass jeder Einzelne, der sich einbringt, dort so ein Licht und ein Salz werden darf. Dass dein Segen, wo du zu ihnen gekommen ist, kann weiterfliessen und Menschen erreicht werden, damit dein Reich gebaut werden kann. Damit Menschen das Heil dürfen finden, der Retter, deine Liebe. Segne sie da drin. Danke, dass du sie weiterführst. In deinem Namen. Amen. Danke, Jesus Christus, für die Gemeinde in Umag, für die Menschen, die dich gesucht haben, die dich gefunden haben. Herr, danke für jedes Einzelne, das du rausgeredet hast. Danke für die 10, 20, 30 Jahre, einfach, die jetzt passiert sind, die vorausgegangen sind. Für all das, was du geschaffen hast, Herr, und ich möchte da ganz speziell unsere Geschwister, die auch da sind, in der Leitung sind, in der Verantwortung sind, anbefehlen, Herr, dass du sie führst, leitest, versorgst auch. Du siehst die Umstände, wo sie drinstehen, ein wunderbares Land mit einem Haufen Herausforderungen, aber einfach, dass sie treu dir nachfolgen, Herr. Und ich bitte für uns als Gemeinde, dass wir das als neue Chance dürfen wahrnehmen, einfach, ja, so wie der Spruch heisst, musst du noch oder darfst du schon, wir dürfen sie weiter unterstützen. Ich bitte darum, dass wir dranbleiben, dass wir das jetzt nicht einfach ja, vorbeigehen lassen, sondern dass wir dürfen gespannt sein, weil im Jahr 40 ist mit dieser Gemeinde in Umag. Herr, bitte, dass du mit uns bist, dass du mit ihnen bist, dass wir verbunden sind, Herr. Und so wollen wir sie dir anbefehlen, Herr. Segne sie, bewahre du sie, Herr. Gang du ihnen voran. Amen. Worte von euch. Von die erfrischende Art und auch ich wünsche euch wirklich von Herzen Gottes Segen, der sich darin konkretisieren wird, dass viele Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen werden dürfen in Umag in Kroatien und dort, dass dort die Hochburg von Fischen, Menschenfischern werden darf, das wünsche ich euch. Ja, es ist etwas wirklich Mutmachendes, dass wir miteinander, da eine Schweizer wechseln, genau, Entschuldigung. Es ist etwas Mutmachendes, dass wir das Glauben, die dürfen das Abendmahl miteinander feiern. Dass wir zusammen dürfen feiern, was der Timotheus von Paulus zu hören bekommen hat. Soll ich auch Schriftdeutsch? Okay, dann Schriftdeutsch. Gut. Dass Timotheus von Paulus mitbekommen hat, was das Evangelium ist. Dass er ihm das so wie vor Augen gemalt hat, dass Gott in diese Welt gekommen ist, dass Gott am Kreuz gestorben ist. Das ist so etwas Mutmachendes, diese Botschaft. Und dass Gott für uns ja, gemacht hat, dass wir mit ihm dürfen versöhnt sein durch Jesus Christus. Und das dürfen wir jetzt feiern. Wir dürfen das wie auch uns vor Augen malen. Das, was Jesus getan hat für uns. Dass Jesus getan hat für uns, dass wir uns Mut machen dürfen. Dass das Brot, dass das den Leib darstellt. Dass Jesus stellvertretend für uns den Leib hingegeben hat. Sodass wir gerecht vor Gott stehen dürfen. Und dass der Traubensaft uns daran erinnert, dass Jesus sein Blut gegeben hat für uns, dass unsere Sünden vergeben sind. In Matthäus 26 steht, nehmt und esst, das ist mein Leib. Trinkt alle daraus,
Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zu vergeben der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Ja, wir warten einen Moment still. Wir können Gott begegnen, ihm danken oder auch das ablegen, was uns auf dem Herzen drückt. Nach der Stille möchte ich 4 Männer oder Frauen oder gemischt nach vorne bitten, die mich hier beim Mahl austeilen unterstützen. Wir werden einen Moment still und die Person, die von diesen 4 sich sagt, ich will für die Gemeinde das Dankgebet sprechen, darf das Mikrofon nehmen und es tun. Für einmal will ich es so machen, nicht gleich der Erste nach vorne kommt, der dann beten darf oder muss. Genau. Ich lade ein zur Stille. Ja, ich brauche 4 unterstützende Hände. Man darf dann auch das Mikrofon nehmen und dann anbeten. Danke vielmals. Danke, Lise. Merci. Hagmar. Dann gebe ich es dir, Martin. Gut, noch eine Person in der Zeit. Dürft ihr nach vorne kommen. Genau, danke euch. Merci, Peter. Wir werden Lieder singen, werden das Mahl nehmen, werden es durch die Reihe geben, werden zuerst hier vorne das Mahl nehmen und nachher wird es durch die Reihe geben. Es ist eine Einladung, miteinander einzustimmen, miteinander vor Gott zu kommen. Hinten hat es auch Leute, wo ihr hingehen könnt und für euch beten lassen dürft. Ja, Martin wird jetzt für uns beten und dann wünsche ich euch eine wirklich erfrischende Zeit mit unserem Herrn, mit Liedern und Feiern. Danke, Martin. Vater, wir danken dir für diese Momente. Wenn ich deine Vollkommenheit anschaue, dann weiß ich, das hätte ich von mir aus nie erreichen können. Aber danke, dass du uns Jesus geschickt hast. Danke, dass er für uns die Sünden getragen hat, dass er für uns sein Leben hingegeben hat, dass wir frei sein können, dass wir dir, dem vollkommenen, lebendigen Gott begegnen dürfen. Danke, Herr Jesus, für dein Blut, danke für dein Leiden, danke für dein Sterben für uns, aber auch für dein Auferstehen, das uns Hoffnung gibt, das uns Zuversicht gibt, das uns ermutigt. Wir danken dir für die Momente jetzt und wir bitten dich um deinen Segen. Amen. Ja, wir sind am Ende des heutigen Gottesdienstes. Und ich habe hier noch 2 Kurzhinweise für euch. Ja, nächsten Sonntag beginnt ja die Sommerferien und dann werden wir wieder einen Gottesdienst haben. Vom 8. Juli bis zum 5. August werden wir um 10 Uhr jeweils den Gottesdienst feiern. Wie gesagt, es geht dann weiter im 2. Timotheusbrief. Das zweite ist, die Jungsche wäre froh um Essensgaben und draußen findet ihr Essenszettel, wo und wie ihr dann auch die Jungschi entsprechend unterstützen könnt. Merci vielmals fürs Mitunterstützen. Genau, möchte allen danken, Übersetzerin Mitra und Technik und euch, der Praise Team fürs Mithineinnehmen und ich möchte euch auch noch etwas Mutmachendes in die nächste Woche mit auf den Weg geben. Und zwar Psalm 73, dort habe ich ein stärkendes Wort, gerade dieses Wochenende, auch gehört für uns. Dazu stehen wir auf, jeder denn kann. Genau, ich möchte euch dieses Wort mitgeben in die kommende Woche. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich, auch wenn ich Leib und Leben verliere. Du, Gott, hältst mich. Du bleibst mir für immer.
Mit dem mutmachenden Wort wünsche ich euch eine ganz gute, mutmachende Woche. Tschüss zusammen.